meine lieben Freunde. Six All in the Mix. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine lieben Freunde. Ja, bevor das Video beginnt, ja, wir sind hier in den Siemensdamm. Und zwar geht es heute um die Siemensstadt. Ich glaube, wie im letzten Video, wie starken wird das nicht sein, aber besser als nichts. Viele haben auch unter anderem geschrieben, ich soll mal zu der Siemensstadt. Hier sind wir. Ja, jetzt erstmal einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal doch mal bitte, das ist kostenlos. Aktiviert die Glocke oben auf alle Benachrichtigungen, dann verpasst ihr auch kein Video. Ja, ich bin jetzt gerade hier raus aus der U-Bahn und ja, sehe da die alte Siemensstadt-Fabrik. Wir werden jetzt nicht direkt dahin gehen, weil so viel gibt es dort nicht. Wir gehen jetzt einfach mal in Richtung Rohrdamm weiter. Ja, Siemensstadt, wie heißt der Scheiß? Siemensdamm. Rohrdamm, ja, also ich führe euch heute mal durch die Siemensstadt an sich. Siemensstadt gehört zu Spandau, ist ein Ortsteil von Spandau und unglaublich eigentlich, wie groß Spandau in Wirklichkeit ist. Hätte ich damals nicht gedacht. Ich dachte, alles spielt sich damals, als ich das erste Mal Spandau gehört habe als Kind, dachte ich, alles spielt sich am Rathaus Spandau ab. So ein kleiner Ortsteil, Rathaus Spandau, kleiner Bezirk, das war's. Aber nein, Spandau ist riesengroß. Und wie? Das Ganze ist natürlich heute ein One-Take. Und wenn es langweilige Spaziergänge am Start sind, dann werde ich natürlich einen Schnitt machen. Aber sonst ist es so, wie ihr das von mir kennt. Ungeschminkt und ungeschönt. Ja? Das alte Siemens-Gebäude, Freunde. Ja? Da steht es drauf, Siemens. Vielleicht zoomen wir mal kurz mal ran. Und ja, solange es noch hell ist, würde ich sagen, spazieren wir mal kurz durch die Siemensstadt. Heute nieselt es ein bisschen, trotzdem weiterhin sehr kalt. Rohrdamm. Müssen wir auf die andere Seite gleich. Aber ich würde ganz gerne mal hier auch mal die Hauskomplexe sehen. Mal sehen, wie die Gebäude hier sind. Zwar nicht so groß wie in Starken, aber... Oh, Bro, die Nacht war crazy gestern. Schaut euch mal hier die Gebäude an. Eine süße kleine Sparkasse. Tja. Sehr interessant. Ja, hier hat man natürlich auch angeguckt, weil in Spandau ist so ein bisschen scheiße. Das ist ein bisschen üblich in Spandau, glaube ich. Ja. Was geht denn hier? Die Gebäude sind natürlich, wie gesagt, beim Weiten nicht so groß und nicht so hoch. Aber ihr seht, so ein typischer Siemensstadt-Hinterhof, oder was? Was geht ab? Einfach random irgendwo hingegangen und durchgezogen. Also wenn jetzt hier die Tür auf ist, dann fresse ich komplett den ganzen Teppich heute. Ja, wollte schon sagen, ne? Wäre aber auch interessant gekommen, wenn wir da in die Flure reingekommen wären. Bei uns wird es immer jetzt ab jetzt so eine Tradition sein. Egal wo ich bin, muss ich einmal wenigstens das Treppenhaus abchecken. Egal wo wir sind. Ob wir jetzt demnächst zum Kompostator gehen oder sonst wohin. Zum Beispiel, ja. Das Kompostator war ich schon oft. Ich glaube, dieses Jahr erst im Frühling wieder. Mal schauen. Und an sich die Gegend ganz, ganz klein gehalten, auch wie eine Art ein bisschen Dorf. Da hinten sehen wir Netto, Rewe, kleine Sparkasse. Und so viel gibt es hier dann auch nicht. Wir gehen jetzt in Richtung Rohrdamm. Ja. Wir gehen an der Straße entlang, an den Läden vorbei. Und ja, ziehen uns natürlich das ran, was hier so geht. Naja, Freunde, Poco Domäne sehe ich gerade. Ein bisschen Werbung hier auf Six-Nacken, oder was? Poco Domäne haben sie hier. Da ist gerade ein Transporter, der Geld abholt. Ja, an der Seite. Ja. Zwei türkische Mamis sehe ich gerade. Ja. Barbershops an der Ecke. Also es ist so einiges los hier. Wir gehen
Wir gehen Edeka. Am Edeka vorbei. Ach, guck mal hier. Was da so ein bisschen traditionell, so ein kleines traditionelles Häuschen mit einer Currywurst, glaube ich. Ja? Sieht auch interessant aus. So vom Stil her. Auch sehr eigen. So gesehen. Kleines Kiosk. Kleines Kiosk. Ah, die Gebäude sind auch nochmal interessant, oder? Wollen wir da hingehen? Hier so ein Zeichen. So eine Statue, keine Ahnung, was das ist. Und dann da hinten, auch interessant. Ein paar Gebäude hier. Mit einer Brücke. Ich sehe gerade so eine komische Brücke. Keine Ahnung. Hier nochmal ein paar Shops. Simonstadt. Mal sehen, was es alles so gibt hier. Ich würde sagen, die Infrastruktur ist irgendwie auch genauso wie in Starken. Also die Wände von den Gebäuden, die Gebäude sind nicht mal die neuesten. Schaut euch das an. Ja, also von der Fassade her. Ein Fahrradshop. Die Gebäude sind auch 90er Jahre, Alter. Safe. 90er Jahre Maximum. So. Weil die sehen schon ziemlich alt aus. Aber richtig. Puh. Eine Kaffeebar sehe ich gerade. Geradeaus von mir. Und dann so eine Brücke so aus dem Nichts. Die eigentlich gar nicht reinpasst. Das sieht aber auch schon interessant aus. Ich würde sagen, wir gehen nicht bis zu ganz hinten durch. Oder? Meint ihr, die Tür hier ist irgendwo offen? Hier, wa? Können wir mal. Und hier gegenüber auch nochmal so ein bisschen märkisches Viertel-Vibe. Ja. Wir können ja mal gucken, wa? Naja, an sich ein sehr interessanter Ort. Hier so eine kleine Kaffeebar an der Ecke. Einfach so. Wenn du runterkommst, kannst du gleich saufen gehen oder was? Aber ja. Nee, ist zu. Aber eher eine Arbeiter. Ist eher ein Arbeiterviertel, würde ich sagen. Ja, also habe vorher noch mal ein bisschen recherchiert gehabt, dass hier eigentlich ein Arbeiterviertel ist. Vor allem die Gegend jetzt hier auch. Ja, hier noch mal die Brücke. Nee, will mir auch nicht rangehen. Vielleicht mal ran so kurz. Dann die Gebäude auf der anderen Seite. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Ja, wir gehen weiter. Es lohnt sich sonst nicht. Ja, es ist ein Arbeiterviertel. Auch die Gegend hier. Und ein bisschen recherchiert gab, ganz normale Leute im beschäftigten Verhältnis, aber auch ganz normale, also ich würde sagen Mittelstand, aber auch ärmere Leute hier am Start natürlich auch mit sozial schwächeren Leistungen. Besser gesagt, die sozial schwächeren, so wie auch immer man das sagt. Und an sich bis jetzt, ja, interessant, auf jeden Fall. Gebäude und so. Und ja, komm. Wir setzen uns in die U-Bahn, oder? Oder wollen wir laufen? Wollen wir laufen, Freunde? Habt ihr Lust? Wir setzen uns ansonsten in die U-Bahn und fahren nach Rotterdam. Haselhorst hört sich auch sehr interessant an. Da gehen wir vielleicht mal das nächste Mal hin. Nächste Woche aber erst. Diese Woche wird nichts mehr. Aber ich mag Spandau sehr, vom Stil her. Ja, auch super eigen so. Und ja, das kleine Häuschen nochmal von vorhin. Du kleines traditionelles Häuschen, mal sehen, was sie hier anbieten. Ja. Sehr, sehr interessant. So ein kleines traditionelles Häuschen. Hallo. Was bieten sie denn hier an? Ich habe schon von Weitem gesehen, so ein kleines traditionelles Häuschen. Und wahrscheinlich mit einer Currywurst. Ja, sieht sehr interessant aus von Weitem. Ja, alles klar. Ist die Bude denn schon eine Weile alt oder 50 Jahre alt? Sehen Sie, ich habe einen Blick für ältere Sachen. Ja, gefällt mir echt. Ja, alles klar. Wissen Sie, wie alt die Gebäude hier sind? Spät 80er, Anfang 90er? Wissen Sie nicht, wie? Alles klar. Weil die Fassade schon so langsam geht es hier auf den Bach unter. Ne? Alles klar. Dankeschön. Danke. Ciao. Dieses Häuschen, Freunde, ist knapp bald 50 Jahre alt. Allein die Bude hier. Hammer. Dass dann solche Läden neu sind, ist klar, brauche ich nicht zu erwähnen. Siemens.
Ja, komm, wir laufen jetzt nicht an den Standardläden hier vorbei. Die kennt man ja. Ich würde sagen, ab in die U-Bahn und wir sehen uns gleich in Rohrdamm. Ja, so sieht das Ganze aus. U-Bahn-Station. Naja, und jetzt wollen wir tatsächlich mal gucken, was es hier so gibt. Siemensstadt, immer noch in der Siemensstadt. Ja, mir kommt das hier alles so leer vor, Bro. I don't know, Bro. Ist halt so ein bisschen, Siemensstadt. Wieder so eine Art Statue, also Denkmal. Keine Ahnung, Bro. Sorry, das ist hier die Siemensstadt, ne? Wo kann man denn noch hingehen? Gibt es da irgendwie was noch Spannendes hier? Nicht? Also einfach so leer. Da rein. Alles klar. Dankeschön. Bro, aber komm, wir checken das trotzdem ab. Wenn wir schon mal hier sind. Ach, guck mal hier, die Statue oder Denkmal mit Display oder was? Da leuchtet irgendwas. Aber trotzdem, wir können ja mal schauen, was hier so leuchtet. Hier eine Art Andenken 1942. Den Vergessenen. VN Vergessenen. Okay. Das sehen wir hier gerade. Kleines Denkmal, ist wie so eine Art Opferdenkmal, glaube ich mal, ja? Nach dem Holocaust. Also so kommt es mir rüber. Nach dem Holocaust. 1942, 1943, 1944 bis 1945. Ja? Also wir wissen alle, was bis 1945 war. Da war der Krieg zu Ende. Und die NS, Nationalsozialistische Partei, mit dem Onkel Adolf damals, hatten ihr Ende. Ja? Und das ist sozusagen hier alles vorgemerkt. 1939 begann der Krieg und hörte 1945 auf. Ja? Und ja, soweit ich weiß. Korrigiert mich, wenn ich was falsch erzählt habe. Ja. Auch so ein kleines Denkmal hier. Sehr interessant. So eine Orte kenne ich zum Beispiel gar nicht. Seit 26 Jahren Berlin. Und ich war nicht mal einmal hier, Rohrdamm. Ja, Siemensstadt, Freunde. War auch schon eindrucksvoll. War cool, dass wir hergekommen sind. Wir gehen mal ganz kurz in einem Display-Denkmal, was auch immer das sein soll. Schaut euch das an. Hä? What the heck? Was ist denn das? Habe ich so auch noch nie gesehen. Habe ich mal in London gesehen, den Stil so, aber. Was ist das für ein Stein, Digga? Was ist das für ein Gebäude überhaupt? Wir gehen mal kurz rüber. Wir müssen ja sowieso dahin. Und ja. Gut, die Gebäude erinnern mich natürlich jetzt hier an Kreuzberg in Köln. Das ist jetzt kein typisches Spandau-Gebäude. Ja. Ich müsste eigentlich so eine Spandau-Tour machen. Mache ich ja die ganze Zeit schon. Ja, mit Zitadelle nochmal. Ich war ja letztes Jahr schon mal da. Aber ja, schaut euch das an. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Was ist das denn hier? Was geht denn hier ab, Freunde? Krass. Wie so ein Alien-Ding, was gelandet ist. Der Bus 123er zum Hauptbahnhof fährt hier. Ja, wollen wir mal ganz kurz rein? Schauen wir uns das Ganze hier an. Wenn wir hier sind, dann müssen wir schon mal richtig rein hier, oder? Bro, was ist das, Bro? Was ist das? Ist das Eisen? Das ist aus Eisen, wa? Das Licht, Alter. Krass. Aber in Berlin haben wir wirklich lauter solche Denkmäler, die den Steuerzahler eigentlich sehr viel Geld kosten. Schaut sich das an. I don't know, Bro. I don't know, Siemensstadt. I don't know about you, Bro. But we do it. Fuck it. So, was ist das für ein Gebäude hier? Ist das das Rathaus oder was? Hier auch ein schönes Gebäude.
Das ist die Kamera über, wa? Mal in die Kommentare, was das hier für ein Gebäude ist. Ich hatte jetzt keinen Bock näher ranzugehen, weil da steht Videoüberwacht. Man kann sich hier frei bewegen, öffentlicher Ort, aber man kann da jetzt nicht direkt rein, glaube ich. Das ist das Problem so. Was ist das denn jetzt eigentlich hier? So eine Bahn sehe ich gerade. Krass. So eine verlassene Bahn, so eine verlassene Brücke. Und ich habe da mal was gelesen gehabt, gehört gehabt, dass sie das wieder zum Leben erwecken wollen. Hier fuhr ja damals meine S-Bahn. Ja? Stellt euch vor, noch mehr S-Bahn. Ja? Roher Damm. Weil das ist ja irgendwie auch so eine Art Lost Place hier mit der Brücke. Ich meine, eine S-Bahn fährt schon Richtung Spandau, ja, aber wahrscheinlich gibt es hier mehr Möglichkeiten, um das Streckennetz auszubauen. Auch super interessant, habe ich so noch nie gesehen. Ja. Das ist hier so eine Art Lost Place gerade, wo wir hier sind. Krass. Gebäude wird natürlich auch bewacht, die Einfahrt. SBK steht drauf. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich eine Firma. Als Siemens oder was? Irgendwas von Siemens kann auch sein. So, und ich zeige euch ganz kurz mal hier die Bahn. Was heißt die Bahn? Die Brücke hier. Interessant. Krass, dass ich das mal live gefunden habe. Da ist ein schönes Stück. Guck mal da. Komplett verlassen, wa? Schauen wir uns das mal von der Seite an hier. Krass, kenne ich gar nicht, Freunde. Ich lebe schon so lange in Berlin, kenne ich absolut gar nicht. Also so noch nie gesehen. Schaut euch das an. Vielleicht mal ein bisschen zoomen. Ein verlassenes Bahnhof. Damals meine ehemalige S-Bahn wahrscheinlich. Krass. Was geht hier ab? Rohrdamm, Siemensdamm, also Siemensstadtgelände. Siemensstadt. Flixbus fährt hier auch, oder was? Ja, sieht natürlich schon komplett eingerostet, auch verwahrlost aus hier alles. Schau sich das an. Okay. Das ist wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg einmal in Betrieb genommen worden für ein paar Jahre und dann haben sie es dann irgendwie wieder ausgesetzt. Keine Ahnung warum. Weil ja sehr viele Menschen hier ihren Job verloren haben in der Siemensstadt damals, allein wegen dem Siemens-Werk. Ganz, ganz viele Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Aber jetzt ist irgendwie so, dass ich da mal, wie gesagt, mal recherchiert habe, dass das Siemens noch mal was machen möchte hier in der Siemensstadt, ja, dass sie das noch mal hier reaktivieren wollen und die Bahn soll wieder fahren hier durchfahren vor allem und ein bisschen mehr Arbeitsplätze schaffen wollen die auch natürlich hier mit dem Siemens. Die Firma an sich ist ja nicht runtergegangen, sondern die haben einfach nur ihre Arbeitsplätze verlegt. Dadurch haben die Leute ihre Jobs verloren. Oh, und jetzt soll es irgendwie so sein, dass sie das alles reaktivieren wollen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt hier reaktivieren will. Ja, also ein altes Bahnhof. Ich bin gespannt. Ich habe da was gehört gehabt auch selber. Und ja, interessant. Krass, das heißt, die hatten schon damals eine S-Bahn gehabt. Dass sie hierbei eine Verbindung durch ganz Berlin herrschte. Hier eine Verbindung. S-Bahn, U-Bahn zwar nicht. Ich kann mir auch sogar vorstellen, dass es unterirdisch was hier gibt. Unterirdisch, so eine unterirdische Tour mit euch wäre auch sehr interessant. In Berlin hat ja sehr viel davon. Wegen der alten Zeit, ne? Wegen dem Zweiten Weltkrieg. Weil die Nazis damals haben ja echt sehr viel gemacht, ne? Sehr viel gebaut und sehr viel zustande gebracht, eigentlich. Wenn man das so in die positive Richtung sehen möchte. Die haben ja auch ganz viel Autobahnen gebaut, unterirdische Sachen haben die gemacht. Ganz, ganz viele U-Bahnen haben die gemacht. Bunker haben die ganz viel gebaut, klar, um sich selbst zu schützen. Das ist wahrscheinlich auch die einzigste positive Sache, die sie gemacht haben damals.
Ja, was sie da noch Negatives gemacht haben, wollen wir hier nicht erwähnen. Weiß jeder. Jeder, der ein bisschen in der Geschichte unterwegs war. Ansonsten, ja. Was ich sagen. Nieselregen. Ja. Ich komme auf diesen Denkmal nicht klar. Was ist das, Digi? Was ist das? Siemensstadt. Gibt es hier noch was Spannendes, Freunde? Da hat das Mädchen vorhin gesagt, ich glaube nicht. Die Frau. Das Mädchen. War eine Frau. Ja. Naja gut. Mal sehen, was wir da auf der anderen Seite finden. Ja, die Häuser sind halt nicht so typisch Spandau, sondern das ist schon so ein bisschen Zehlendorf, Kreuzberg, Schöneberg, so der Stil. Charlottenburg so ein bisschen auch. Das Ding haben wir jetzt gesehen. Sehr interessant. Allein die Technologie, die da verbaut worden ist. Tja, Siemensstadt. Da geht jetzt mal arbeiten, oder was? Ist das so ein Sportzentrum oder was ist das jetzt hier? Da stand so ein Typ mit so einem Medizinball. Stand da vor dem Medizinball. Hier nochmal das Denkmal mit einem riesengroßen Adler. Übrigens obendrauf, habe ich so noch nicht gesehen vorher. Das ist halt ein Denkmal vom Zweiten Weltkrieg. So, was gibt es hier noch? Was gibt es hier noch, Freunde? Hallo, sorry, gibt es hier noch was Spannendes zu sehen in der Siemensstadt? Gibt es hier so irgendwie, keine Ahnung, so Denkmäler oder irgendwas, ein bisschen was anderes? Kleine Shops oder irgendwie was? Nichts. Also es ist das, was man hier sieht. Alles klar, Dankeschön. So, auch die Kollegen haben ja gerade gesagt, das ist eigentlich auch das, was ich gerade sehe. Mehr gibt es da nicht. Siemensstadt. Ach, guck mal, da steht nochmal ganz, ganz groß Siemens drauf. Wir gehen da mal rüber und dann schauen wir uns das auch nochmal an. Ja, Bro. Das ist rot. Wir warten. Ach nee, ist grün. Let's go. Das ist grün, Bro. Hey! Aber wir können ja von der Seite so ein bisschen gucken. Siemens existiert halt immer noch, wa? Hier nochmal kurz. Solange rot ist, kann ich es von hier aus zeigen. Wir müssen ja nicht unbedingt rüber. Von daher auch Siemensstadt, weil Siemens halt in der Vergangenheit hier sehr, sehr viel gemacht. Sehr, sehr viele Arbeitsplätze waren hier, wie gesagt. Aber es ist grün. Aber in der Zukunft ging das dann irgendwie auch verloren. Habe ich dir schon erzählt, warum erzähle ich das nochmal? Die Produktionen haben sich erweitert und die wollten natürlich sparen, soweit ich weiß. Vieles ist nach China gegangen, in die USA, keine Ahnung. Produktionskosten haben sich gesenkt, Leute wurden entlassen. Stellt euch vor, eure Eltern arbeiten bei Siemens und dann werden sie entlassen. Weil Siemens sagt, wir müssen Geld sparen, unser Sitz ist nicht mehr in Berlin. Oder eins unserer Sitze, Produktionsstätten, machen wir nicht mehr. Wir gehen jetzt nach China. So, und dadurch verlieren die Leute ihre Jobs. Ich will mir jetzt nichts mehr weiter aus dem Arsch ziehen. Ich will jetzt gucken, ob wir nochmal was finden hier an den Ecken. Ansonsten mache ich an der Stelle jetzt mal einen Schnitt. Viele gibt es hier nicht zu finden. Da nochmal Siemens vom Weiten. Und ja, aber das, was mir aufgefallen ist, zum Beispiel dieses Gebäude hier, sieht auch schon ziemlich alt aus, also schon ein bisschen älter, ja. Ich würde sogar sagen, dass das irgendwie älter ist als 80er Jahre. Schaut euch das an. So richtig alte Türen. Übelst alte Türen. Das sind massive, große Holztüren, echtes Holz. Dann so komischen Backstein, wie nennt man das? Ja, also die Balkon. Schaut euch mal bitte die Balkone an. Balkonien sieht richtig oldschool aus. Das sind Balkone, Freunde. Was geht hier ab? Krass, und da leben Leute natürlich noch. Wäre schon interessant, mal reinzugehen, um sich mal die Flure zu sehen. Na, ist natürlich auch zu. Es ist nicht immer einfach, irgendwo reinzukommen, Freunde.
Tür ist massiv, Freunde. Aber wir wollen hier nichts provozieren, also gehen wir. Bei mir in meinen Videos wird nichts erzwungen. Ich bin Freestyle. Super krass alte Gebäude. Schaut euch das an. Und eine Apotheke gleich mit drin. Die Apotheke muss ja wohl wissen, wann das Gebäude hier gebaut worden ist, oder? Hallo? Hallo, Verzeihung. Wissen Sie, wann dieses Gebäude hier genau gebaut worden ist? Wissen Sie, alles klar. Danke. Danke, ciao. Sie weiß es nicht. Sie arbeitet nur hier. Alles klar. Verzeihung, wissen Sie, wann dieses Gebäude hier entstanden ist? Ja, 1911. 1911? Ja. Ich wusste es, das ist hier nicht aus den 80er Jahren. Nee. Alles klar. Dankeschön. Danke. Nee. Also ihr seht es, ne, Freunde, ich habe hier nicht übertrieben. Schaut euch das an. Ich habe sogar Untertriebe. Guckt euch das Gebäude an. Wow. Bro. Zum Teil. Ey, so ein Balkon kann doch nicht mehr halten zum Teil, Digga. Guckt euch mal an, wie das aussieht. Oder wurde das dazu gebaut? Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Balkone da dazu gehören. Die wurden safe dazu gebaut. 1911, Freunde. 1900. 1900, als das 19. Jahrhundert 11 Jahre alt war. 1911. Krass. Aber das ist schon so ein bisschen neu. Das ist moderner hier, ne? Das da hinten auch. Aber das hier? What the heck, Bro? Ich glaube, so einen Sand gibt es gar nicht mehr. So eine Backsteine, Alter. Ja, also ist schon ein bisschen. Ist schon ein bisschen. Siemensstadt. Sehr, sehr interessant, Freunde. Das Video wird wahrscheinlich etwas für die Älteren unter euch sein. Ja, also Nonnendamm. Gramerstraße. Achso, Nonnendammallee, alles klar. Und so ein Kick an der Ecke. Ja, viel mehr wird es hier nicht mehr geben. Aber immerhin. Immerhin, immerhin. Oh, was ist denn das? Sieht aus wie so eine Art Rathaus oder Kirche? Was genau ist das denn dort? Ich glaube, wir gehen dahin. Also hier könnt ihr nochmal sehen, Freunde, so ein Industriegebäude sozusagen, so ein Industriegelände mit einer Uhr drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob man da reinkommt, weil das sieht, wie gesagt, nach Industriegelände aus. Aber Weitwinkel, ja, schon zu dunkel, also wieder normal. Aber wenn ihr wollt, gehen wir da mal trotzdem durch. Weil die Leute gehen ja da auch durch, wa? Also kann es ja nur sein, dass wir auch da durchkommen, oder? So, Siemensstadt. Scheint interessant zu sein. Doch, man kommt hier durch. Ihr seht überall natürlich Siemens drauf. Das alles ist ja von Siemens. Von daher Siemensstadt. Ich frage mich natürlich, wenn Teils der Produktionen hier noch geblieben sind, was sie sozusagen hier umgebaut haben. Oder was sie hier sozusagen, wohin sie ihre andere Produktionsstätte verlagert haben. Klar, irgendwo nach Asien oder so, aber warum einfach nur teils oder zur Hälfte weg? Wieso hat das mal existiert und dann sind die zur Hälfte weggegangen? Siemensdamm, Werner Werkdamm und. Digital Grid, Siemens. Ja, da steht es nochmal drauf. Das ganze Siemens-Werk hier mit der Uhr oben drauf. Ja, ist schon interessant hier. Ja. Ich habe ja nochmal gefragt gehabt, was das alles hier in der Nähe ist. Und da lese ich hier aus dem Nix einfach Arbeit für Agentur. Einfach mal ein Arbeitsamt oder was? Einfach mal ein Jobcenter. Einfach mal Hartz IV oder was? Agentur für Arbeit, Spandau. Ach, okay. Jetzt, ich glaube, das gibt es nur einmal. Jetzt weiß ich, wo die ganzen Spandauer hingehen,
die zum Beispiel beim Jobcenter sind. Die gehen hierher, zur Siemensstadt. Krass, Digga. Verstehe. Also ist das hier ein Jobcenter oder was? Mit der Riesenuhr? Das sieht aber hochmodern aus hier alles. Stell euch vor, das ist der Jobcenter einfach mit der Riesenuhr. Der Hammer. Ja. Also nobler. Nobler geht's nicht hier in Spandau. Einfach ein Jobcenter. Ja. Der Typ kommt gerade raus. Alter. Das ist nicht das Jobcenter, oder? Das kann doch nicht sein. Doch, das ist das Jobcenter, Digga, oder? Ist das das Jobcenter? Dein Ernst? Echt, ja? What the fuck? Krass. Da ist so ein Eingang. Wie so eine alte Brücke, da muss man halt durch und da rein. Ich dachte, das ist hier alles von Siemens. Was ist das denn hier? Scheint nicht so zu sein. Bruder, eine Frage. Ist das das Jobcenter? Eine Frage, Bro. Ist das das Jobcenter? Ja, Dings, dritter Stock. Achso, echt? Also nicht. Aber voll, von Spandau, aber voll nobel, Alter, ne? Das ist nur Berufsagentur. Achso, ja. Du musst dir vorstellen, genau, dritter Stock ist nur diese Jobcenter. Überall anders sind andere Firmen. Ach so, das sind andere Firmen, wollte ich schon sagen. Ja, ja. Wollte schon sagen, so ein ganzes Gebäude ist das Jobcenter? Ist der Hammer. Alles Callcenter. Spandau ist crazy, Alter. Ja, alles klar. Ich danke dir, ja? Mach's gut. Cooler Typ. Ich glaube, der arbeitet hier, der hat mit dem Jobcenter nichts zu tun gehabt. Ist schon geil. Er meint nur ein Teil hier des Gebäudes. Der Teil zum Beispiel. Und der Rest ist nur noch Industrie und Callcenter. Callcenter aus Indien oder was? Betrüger? Nee, ist interessant. Gut, dass ich hergekommen bin. Lass mal. Ist schon interessant. Und hier werden die ganzen Kühlschränke hergestellt von Siemens oder was? Kühlschränke, Waschmaschinen, Spielmaschinen oder was? Das Ganze ist natürlich hier eingezäunt, wie ihr seht. Hier kommst du nicht einfach so rein, wie beim Jobcenter. Hier ist eingezäunt alles, damit Überwachungskameras. Und hier auch nochmal alles eingezäunt. Freunde, was soll ich sagen? Wir sind durch. Das war die Siemensstadt. Ich meine, mehr kriegen wir nicht mehr zu sehen, oder? Oder kriegen wir hier mehr zu sehen? Ich hoffe, das war genauso spannend, oder? Maßgerätewerk. Maßgerätewerk. Siemens. Technopark. Berlin. Siemens. Smart Infrastructure. Digital Grid. SIDG. DG. Ihr seht ja, das, wovon ich gesprochen habe. So was stellen die alles her. Ja, ich würde sagen, war mal wieder eine interessante Folge, oder nicht? War eine super erfolgreiche Folge vor allem. Wir wollen ja nichts. Seht ihr, bei mir ist nichts gestellt. Ich muss euch immer wieder daran erinnern, was oder um was sich mein Kanal handelt. No fake and no bullshit. Okay? Ungeschminkt und ungeschrieben. Ja? Mein Kanal ist ein ungeschriebenes Blatt. Und die Geschichte schreibt sich von alleine. Wir sind unterwegs und ich zeige euch Sachen. Und da braucht man nichts stellen, da braucht man kein Skript schreiben, da braucht man keinen Kinofilm draus machen, einfach nur, wer weiß, vielleicht lande ich irgendwann mal im Kino. Stellt euch vor, ich habe einen eigenen Kinofilm und ich laufe so rum mit einer ganz normalen Kamera und die Leute schauen sich das an, 2 Stunden lang, so ein Zusammenschnitt oder 3 Stunden lang, ein Zusammenschnitt in einem Kinofilm von verschiedenen Orten, in Berlin, in Deutschland, irgendwo in Sao Paulo, irgendwo in Brasilien. So ein Zusammenschnitt, so ein Rohrschnitt, Zusammenschnitt, und ich vergleiche die Orte, wie die ganze Welt eigentlich ist und vergleiche das Ganze. Ja, wäre auch interessant. Wer weiß, Six, vielleicht wird hier irgendwann mal was richtig Großes. Ich glaube nicht, aber wer weiß das schon. Ja. Meine lieben Freunde, wir gehen jetzt zur U-Bahn und hiermit würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Danke fürs Zugucken. Mein Name ist Six, all in the mix. Und tja, wir hören uns im nächsten Video, Freunde, oder? Ich gehe jetzt zurück zu Rotterdam in die U-Bahn und gehe wieder meines Weges. Dankeschön, danke fürs Zugucken.
Six All in the Mix. Daumen nach oben. Abonniert. Aktiviert. Da gucken die Leute Fußball. Alles gut. Abonniert, aktiviert und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Tschüss aus der Siemensstadt, Berlin, bei Spandau.